Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das war jetzt mein drittes vorbestelltes Mediabook diesen Monat. Und zwar handelt es sich dabei um Cyst. Die ersten beiden waren ja die Leprechaun Collection und die Hatchet Quadrologie. Und ja, das vierte kommt auch noch diese Woche an. Aber hier ist da halt mein drittes vorbestelltes Mediabook. Ja, zu Cyst, das ist für mich, muss ich sagen, schon ein relativ besonderer Film. Ich kenne den Film zwar noch nicht, aber es liegt halt einfach daran, das kann ich mal eben nochmal zeigen, habe ich zwar schon mal in die Kamera gehalten. Ich war ja auf der Filmbörse in Köln und da habe ich dieses Foto mit Jason Douglas machen können. Genau, Jason Douglas bekannt durch halt hier Cyst oder halt The Walking Dead. Der spielt aber auch in der Serie Preacher mit, wenn man die kennt. Also wenn ihr die kennt. Genau, mit dem konnte ich ein Foto machen und deshalb für mich ist der Film da so ein bisschen besonders. Ist, glaube ich, einer der einzigen Schauspieler, die ich jemals in Real Life so getroffen habe. War auf jeden Fall ein sehr netter Typ, konnte man sich ein bisschen mit ihm unterhalten und genau. Heute geht es aber ums Mediabook von Cyst. Habe ich hier bei Amazon für, ich meine, 18 Euro vorbestellt. Und ja, normalerweise kostet das Mediabook, soweit ich weiß, 22 Euro. Amazon war das was günstiger. Das machen wir jetzt einfach mal hier auf. Kleinen Cut rein. Ja, Mediabooks bei Amazon bestellen ist immer so eine Sache. Da muss man jetzt am besten mal gucken, ob das Ganze auch keine Beschädigungen hat. Ich hoffe es natürlich. So. FSK 18 Logo nicht auf dem Mediabook drauf. Perfekt. Das ist nämlich ganz wichtig. Das wäre schon mal super schlecht. Und dann gucken wir uns das ganze Ding hier mal an. Okay, was haben wir hier unten? Das hier unten, das ist ein. Das ist vom Mediabook. Also es ist drauf. Es soll ja also auf schmutzig gemacht sein. Hier sind ja auch noch so die ganzen Schmutzchen. Das kann man nicht abmachen oder so. Es ist draufgedruckt. Das hier auch, obwohl das aussieht wie so ein riesiger Drecksflatschen. Ja, gucken wir uns erstmal das Cover an. Ja, George Hardy, Eva Habermann und Greg Sestero in den Hauptrollen. Jason Douglas wird dann eine Nebenrolle wahrscheinlich einnehmen. Das Cover ist, finde ich, sehr, sehr cool. Also gezeichnet. Und hier haben wir das Auge, was aus diesem Brustkorb rausguckt. Oder müsste ein Brustkorb sein. Mit diesen ganzen, ja, Blasen drumrum, kann man das sagen? Ja, Hautbläschen. Dann haben wir hier den Schriftzug von Cyst. Auch passt sehr gut. Und ein Film von Tyler Russell. Ja, sieht immer alles so verdreckt hier aus, aber das gehört wirklich zum Mediabook. Ja, dann gucken wir uns mal den Spine an. Auch. Verdreckt von Bayspree Pictures. Das Label kenne ich bisher noch nicht. Habe ich bisher noch kein Mediabook in der Hand gehabt. Hier haben wir einen Schriftzug von Cyst. Hier haben wir nochmal das Titelbild, Blu-ray-Disc und DVD-Logo. Und hinten haben wir ein riesiges, sehr cooles Bild. Exzellente Horrorkomödie auf den Spuren von H.P. Lovecraft. Im Stile der B-Movie-Horror-Hits eines Roger Corman, Jack Arnold und William Castle aus den 50er und 60er Jahren. Aber mit kompromisslos moderner Effektarbeit. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich stehe ja sehr auf Body-Horror-Filme. Wenn sie gut gemacht sind. Zum Beispiel Slither, zum Beispiel fand ich sehr, sehr geil. Hoffe ich natürlich, dass der Film genauso ist. Aber der wird hier halt eher ein B-Movie sein, sag ich mal. Genau. Gucken, könnt ihr euch hier den Text durchlesen. Und dann haben wir hier ein paar Szenenbilder, die auch noch nicht allzu viel verraten. Und dann haben wir hier Laufzeit Blu-ray 73 Minuten. Ja, ist ein sehr kurzer Film. Bildformat und sowas. Genau, dann haben wir unten noch die ganzen anderen Daten drauf. Dann öffnen wir das ganze Ding mal. So, dann haben wir hier
ein eingenähtes Booklet. Ah, das macht doch schon mal einen sehr guten Eindruck für das neue Label. Ich mache Disc hier eben raus. Disc ist mit dem gleichen Symbol, was wir auch vorne auf dem Mediabook haben. So, dann haben wir hier relativ unscharfes Bild. Kann ich so jetzt nicht erkennen, was das gerade ist. Und auf der anderen Seite, hinter der DVD, die auch das gleiche Logo hat, haben wir so ein, ist das ein Auge oder sowas? Spiegelt ganz schön, gerade in der Kamera leider, aber müsste ein Auge sein, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Ja, wie ihr schon seht, hier hinten am Booklet. Ich erwähne es nochmal, es sieht nur kaputt aus, aber es ist draufgedruckt und sowas. Dann gucken wir mal das Booklet an. Genau, dann haben wir nochmal die ganzen Daten und sowas drauf. Und wir die ganzen Hauptdarsteller, Eva Habermann und sowas. Hier steht auch Jason Douglas als Vierter. Er hat es vorne nicht auf die Titelseite geschafft. Film hat einen FSK 18 bekommen, meine ich, ne? Genau, hat hier einen FSK 18 Uncut bekommen. Kein Indexfilm. Haben wir ordentlich Text. Bilder auch sehr schön. Auf der Seite nochmal das gleiche. Ach, haben wir noch einen ganzen Text zum Schauspieler. Eva Habermann, die war auch auf der Filmbörse in Köln, als ich dort war und das Foto mit Jason Douglas machen konnte. Mit ihr habe ich aber jetzt nicht gesprochen bisher. Die Seiten sind übrigens auch sehr dick, also die Qualität ist sehr gut, muss man sagen. Genau, hier Gene Jones, Greg Sestero, Kyle Roberts, Tyler Russell. Splatter-Komödie. Ja. Ja, ich finde, Body-Horror-Filme kannst du auch meist nicht ernst nehmen. Die haben immer ein bisschen Witz dabei. Selbst The Thing von 19, also aus den 80ern, selbst der hat ja ein bisschen Witz dabei. Und der ist ja, sage ich mal, so der Vater des Body-Horrors. Die Fliege ist natürlich auch teilweise sehr witzig. Aber es ist beabsichtigt. Genau. Und dann haben wir hier. Lässt sich auch kaum verschieben. Also Mediabook-Qualität ist mehr als solide, also wirklich gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Hatten auch keine Beschädigungen drin, die mir jetzt bisher aufgefallen sind, trotz dass es von Amazon kam. Ja, alles in allem wirklich ein gut gewordenes Mediabook. Hat es auch viel Text drin, viele Bilder, Booklet war eingenäht, also eigentlich alles perfekt, kann ich so sagen. Ja, jetzt, wenn der Film mir jetzt noch gefällt, dann alles super. Wenn ich den Film so okay finde, werde ich das Mediabook natürlich trotzdem behalten, weil es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Teil geworden. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und das ganze Unboxing, vielleicht konnte ich euch weiterhelfen, ob ihr euch das Mediabook kaufen wollt oder nicht. Das Mediabook ist auf jeden Fall noch verfügbar in einigen Shops. Und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.